Schon mal ohne Verstand dagestanden. Nein, nicht, was du meinst. Wir reden nicht von Mathematik oder Geometrie, sondern von etwas viel Umfassenderem und Tieferem. Jenem Verstand, der dich von Geburt an die Wirklichkeit abgreift, erfährt und sie für dich irgendwie sinnbezogen zusammenstellt. Auf diese Weise ergibt sich für jeden von uns eine erfahrungs- und wissensbasierte Verstehens- und Handlungskarte. Im Kern ist es dieser Verstand, der unserer Existenz Form gibt und sie auch beweglich macht, ihr Leben und Lebendigkeit einhaucht. Der Verstand, um den sie geht, ist deine Augen und deine Ohren, dein Navigationssystem und dein Hauptverkehrsmittel, dein kleines Universum und dein unendlich großer Lebensspielraum. Mit Sicherheit ist er beides inkorporierend. Das, was wir Intelligenz nennen, ebenso wie Empfindung und Emotion. Dein Verstand ist alles, was du hast und alles, was du bist. Schon mal ohne Verstand dagestanden? Nein, nicht, was du meinst. Wir reden nicht von Mathematik oder Geometrie, sondern von etwas viel Umfassenderem und Tieferem, jenem Verstand, der von Geburt an die Wirklichkeit abgreift, erfährt und sie für dich irgendwie sinnbezogen zusammenstellt. Auf diese Weise ergibt sich für jeden von uns eine erfahrungs- und wissensbasierte Verstehens- und Handlungslandkarte. Im Kern ist es dieser Verstand, der unserer Existenz Form gibt und sie auch beweglich macht, ihr Leben und Lebendigkeit anhaucht. Der Verstand, um den es geht, ist deine Augen, deine Ohren, dein Navigationssystem und dein Hauptverkehrsmittel, dein kleines Universum und dein unendlich großer Lebensspielraum. Mit Sicherheit ist er beides inkorporiert. Das, was wir Intelligenz nennen, ebenso wie Empfindung und Emotionen. Dein Verstand ist alles, was du hast und alles, was du bist.